In der Vorbereitung auf diesen Impuls in der österlichen Fastenzeit bin ich auf einen Gedanken des Theologen Ulrich Lücke gestoßen, der mich sehr angesprochen hat und über den ich heute sprechen will. Er hat die Fastenzeit als eine Art Trainingslager der Menschlichkeit bezeichnet. Für diese Zeit, die Fastenzeit, schlägt er uns drei Trainingseinheiten vor. Felder, in denen wir Menschlichkeit üben können. Erstens authentisch sein, zweitens solidarisch handeln und drittens spirituell leben. Aber was soll das konkret heißen? Authentisch sein bedeutet in diesem Sinne, mich auf mich selbst besinnen, mir ehrlich meine eigenen Fehler und Schwächen einzugestehen, nicht anderen eine bessere Version meiner selbst vorzuspielen, einfach ich selbst sein. Denn so sieht mich auch Gott. Solidarisch handeln kann ich, indem ich mit meinen Ressourcen, mit Zeit und mit Geld sorgsamer umgehe, mich einschränke und verzichte und das so gewonnene Geld und die gewonnene Zeit für andere investiere und mich den Bedürftigen zuwende. Spirituell leben, indem ich mir in der Fastenzeit bewusst Besinnungszeit nehme, im Gebet das Gespräch mit Gott suche, bei ihm Trost und Ermutigung finde, versuche Gott in allen Dingen zu suchen und zu finden. Konkreter wird es nicht. Es wird in diesem Trainingslager kein genauer Trainingsplan vorgeschrieben. Ich selbst weiß am besten, wo ich ansetzen kann und woran ich in dieser Zeit üben will. Und wichtig ist auch, bei diesem Training geht es nicht um einen Wettbewerb. Es geht nicht darum, noch intensiver zu verzichten, noch besser zu werden und noch mehr zu geben als andere. Und es geht auch nicht um Selbstoptimierung. Am Ende geht es darum, Gott näher zu kommen und selbst an Menschlichkeit zu gewinnen. Und Menschlichkeit kann es in diesen Zeiten auf dieser Welt eigentlich nicht genug geben.